Hallo Leute, hier ist wieder LA90717 und mein neuen Projekt Mega Eco City. Und in diesem Part wird es um 3D-Beamer gehen. Also geht es heute wohl unter Wasser. Juhu, darauf freue ich mich schon. Unter Wasser zu sein ist eigentlich ganz lustig. Das ist der Lo- Also, was müssen wir zuerst machen? Die Baupläne freischalten. Ich muss jetzt arschen. Ich grüße Sie. Bla bla bla. Gebäude ab sofort Baumenü aktualisiert. Danke. So, damit Timaran steht bereit. Ja. So, damit hätte ich schon mal die Tech-Baupläne. Aber eigentlich brauche ich ja hier nur Trimaran so ein Teil. Bereit. Trimaran fertiggestellt. Wo ist eigentlich mein anderer Karolan? Ach so, hier ist der. Na, was geht's? Da verkaufen wir mal schnell wieder alles. Hey, auf dich kann man zählen. Ja. So, damit hätten wir den schon mal. Aber wo soll es jetzt unter Wasser bitte schon gehen? Hier hätten wir schon mal eine riesengroße Insel mit Diamanten, aber keine Manganknollen. Das ist schon mal schlecht. Die Insel sieht schon mal riesig aus, aber hier haben wir leider keine Diamanten. Die Insel ist schon mal zu weit und viel zu klein. Und hier hat man auch nur Diamanten. Oh, was ist denn das dann? Achso, hier kann man Bauzellen produzieren. Ja, diese Insel könnten wir schon mal nehmen. Diamanten, Manganknollen. Das passt. Die Insel ist auch schön riesig. Mal schauen, was wir sonst noch hier haben. Diamanten, Manganknollen. Aber diese Insel ist viel zu klein. Weil die sind unter Wasserplateaus viel zu klein. Oh, das Ding sieht natürlich auch schon toll aus. Diamanten und Manganknollen. Oh, wow. Das Ding ist überriesig. Das nehmen wir sofort. Also, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Bauzellen und Werkzeug fürs Erste. Haben wir mal auf unendlich. Nein. So, das wird erstmal, glaube ich, so reichen. Dann einmal bitte hier hin. Wie viel Kohle haben wir denn? Okay, fast 200.000 Kredits. Das ist schön. Das ist andere Schrift, da ist es. Das muss jetzt nur unter Wasser gehen. Ja, ruhig. Dann setzen wir das mal hier hin. Boah, der Hiro Ibashi Monster nicht, oder wie heißt der? Sie gehören zu den wenigen. Ibashi-san. Das kommt mir irgendwie vor, als wenn es ein japanischer Name wäre. Egal. Ja, ihr beide kommt jetzt mal hier hin. Du kannst jetzt wieder auftauchen. Okay, mehr passt da anscheinend noch nicht. Was wir zuerst bauen. Was bauen wir zuerst? Genau, gezeigten Kraftwerke. Die sind nämlich mehr als wichtig. Und damit die nicht mitten im Weg stehen, bauen wir die einfach mal schön am Rand. Ich glaube, es würde erstmal so reichen. Was für eine Energiebilanz haben wir da? 185 ist schön. Da kommen wir auch wieder schön alles wieder ausladen. So. Wie machen wir das jetzt? Ich muss unser Wissen vor einem Kontrahenten schützen. Stehen Sie auf meiner Seite? Nein. Wir werden ja sehen, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Ich habe leider Gottes kein Kriegsschiff und das werde ich auch ganz garantiert auch nicht bauen und nicht haben. Also, das kannst du schon mal direkt vergessen. So, was wir zuerst brauchen. Zuerst mal. Ach, stimmt. Ja, wir haben ja noch gar keine Dings, keine. Eco Executors. Ja, na super. Aber wir wollen ja viele haben. So, erstmal ein paar Häuser aufsteigen lassen. Bevölkerungsgruppe erfasst. Schaffen wir unseren Kindern eine Lebenswelt. So, die Häuser werden ja erstmal wohl so reichen. So, 3D-Beamer. Das sind die Dinger, die so aussehen wie Fotoapparate. Das ist schon mal nicht schlecht.
So, jetzt können wir es nämlich haben. So gut wie gar nichts Neues. Wieso blickt das? Ach, auch nun egal. Hauptsache, wir können jetzt 3D-Beamer produzieren. Also, da sind die Baupläne. Wunderbar. Was wir dafür brauchen, wie gesagt, Manganabbau-Roboter brauchen wir. Dann ein SE-Extraktor, ich meine damit mehrere. Oh, weil kostet das viel. Und Diamanten und dann natürlich auch noch so welche Dinger, und zwar Beamer-Fabriken. So, wie soll man das jetzt wohl am besten bauen? Die Dinge kosten natürlich auch scheiße viel Geld, wie wir hier gerade schon so sehen. Ja. Jetzt brauchen wir das Teil. Warte mal, brauchen wir erstmal lieber so die Straßen. Nee, so soll es jetzt eigentlich auch nicht stehen. Ihr Mandat für den Auftrag wurde verifiziert. Zielvorgaben geladen. Das machen wir erst später. Mit dem Global laufe ich da schon wieder? Also, Global, Scheiße, wie heißen die nochmal? Oh Mann, jetzt weiß ich nicht mehr, wie diese andere Partei heißt. Einen Augenblick. Ach, auch nur egal. Ich weiß jetzt irgendwie nicht mehr, wie diese Partei heißt. Also Ecos, Techs gibt es. Ach ja, genau, Tycoons, genau. Also die Tycoons kommen erst viel, viel später. Finde ich persönlich besser. Und erstmal wollen wir natürlich auch noch 3D-Beamer produzieren, dann noch so Service-Boots, und natürlich wollen wir auch noch ein paar Monumente haben. So, warum erstmal mit davon noch mehr? Wartet mal. Also, unter Wasser zu bauen, finde ich jetzt doch irgendwie nicht mehr so leicht. Die legen wir erstmal still. Also, war schon stillgelegt. Stilllegen. Und nochmal stilllegen. So. Brauchen wir nochmal diese Dinger? Und jetzt kommen auch mal die Manganabbau-Roboter. Wie heißen die Teile? Manganabbau-Roboter mal zum Einsatz. 1, 2, 3 und 4. So. Damit hätten wir das schon mal zum Glück geschafft. Aber man braucht dafür natürlich auch noch Diamanten. Und die gibt es hier zum Glück auch noch. Aber zuerst holt ihr nochmal schnell Nachschub. Denn ich habe nämlich kaum noch Bauzellen. Jetzt kann ich endlich das Ding bauen, worauf ich schon so lange gewartet habe. Bauen wir jetzt einfach mal irgendwie hin. Was kann man denn sonst noch also am Hafen bauen? Da brauche ich erst recht nicht. Was machst du denn jetzt eigentlich auch schon? Kann ich eigentlich schon Flusskraftwerke bauen? Nee, kann ich noch lange nicht. Dafür brauche ich noch viel, viel mehr Executors. Wie sieht es eigentlich noch so mit den anderen Waren aus? Steigt alles wunderbar. Denn ich habe nämlich noch letztes Mal hier die Biokostproduktion noch ein bisschen erhöht. Bevor noch die ganze Biokost alle geht, und da freuen sich erst recht nicht
die Eco-Ingenieure. Noch ein paar Bauzellen. Nein, so viele Bauzellen brauche ich bei diesem Schiff jetzt nur auch wieder nicht mehr. Ihr drei fahrt jetzt wieder dahin. Oh, 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 oh. Die Bilanz sinkt und sinkt. Stimmt, die habe ich nur alle stillgelegt. Lade ich mal wieder alles aus. Wunderbar. Und jetzt kommen die, wie heißen die? Die Diamanten. So, Diamanten. Diamanten, da sind sie. Da steht leider Gottes nichts in meinem Bauplan. Finde ich irgendwie voll kacke. Aber wenigstens kann ich die jetzt so selber legen. Sechs, sieben, acht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass man da hier noch so eins hinsetzen kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Perfekt. So, ich glaube, es wird jetzt erstmal so reichen. Und dann benötige ich eigentlich nur noch, ja, warte mal, was benötige ich jetzt eigentlich nur noch? Wo die 3D-Beamer hergestellt werden, da, genau, das brauche ich jetzt nur noch. Okay, alle Schiffe sind schon mal randvoll. Das verkaufe ich jetzt auch einfach. Obwohl, nee, die verkaufen wir lieber noch erstmal nicht. Haha, ich drück mal irgend so einen bescheuerten Knopf und dann wandelt sich um dieses Haus um. Einfach die Taste C drücken, da kommt irgendwie so ein ganz, ganz anderes Haus. Also persönlich finde ich diese Häuser ganz schön. Kann man es auch bei den anderen machen? Ja, bei den anderen kann man es auch machen. Ja, das ist nicht mal geil. Das ist nicht mal geil. Also wer persönlich dieses einzelne Design von diesem Haus nicht mag, kann man es einfach umändern. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Wo ist das andere? Nee, davon brauche ich auch noch ein bisschen. Holz auch. Und davon auch. Da würde ich mal sagen, das machen wir am besten dann mal hier. Wartet mal, wo ist Werkzeug? Was ist das? Das ist Holz. Bleibt erstmal stehen. Tee. Dann muss das Werkzeug sein. Ne, sind Bauzellen. Das muss aber Werkzeug sein. So. Damit mich jetzt hier niemand stört beim Bauen, lege ich jetzt erstmal diese Handelsrudel mal lahm. Ja, toll. Erstmal werden mal alle Warndepots mal aufgemotzt. Und jetzt kommen wir eigentlich mal
zu den Gebäuden, wo dann 3D-Beamer hergestellt werden. Jetzt muss ich hier nur noch gut aufpassen, dass ich nicht die Bäume abreiße, wo eigentlich schon der Holzfäller dran ist. So, 3D-Beamer, davon brauchen wir erstmal 3. Energieversorgung mangelhaft. Ja, das war mir schon wieder klar. Dafür fehlt mir mal wieder Werkzeug. Ja, Werkzeug fehlt mal wieder, ist mal wieder typisch. Nehmen wir erstmal von ihnen ein bisschen mit. Dann bauen wir hier nochmal so ein Ding hin, aber es fehlt mir auch wieder Werkzeug. Ja, die beiden werden erstmal stillgelegt. Weil ihnen noch nicht diese beiden Stoffe da sind. Oder diese beiden Materialien eh noch nicht da sind. So. Dann kann ich eigentlich das Timer bauen. Wann läuft der nächste? Ja, Offshore-Windräder. Offshore-Windräder. Hab ich das hier oben schon? Nein. Also bauen wir hier direkt nochmal eine Hafenbehörde hin. Und jetzt kann ich eigentlich Offshore-Windräder bauen. Tipp mir mal wieder Werkzeug. Also davon nehme ich jetzt ganz, ganz viel mit. Oh, ich habe jetzt auch schon mal wieder eine Minusbilanz. Supi. Aber ich hoffe mal, dass sich das schnell ändert. Sag mal, wie teuer ist das Ding eigentlich? 60. Eieieiei. Schon heftig. So. Da bauen wir noch ein Ding davon hin. Jetzt habe ich eine Minusbilanz von minus 130. Nehmen wir das Ganze wieder mit. Obwohl, Moment mal, das können ja auch die anderen Schiffe ja wieder weiter transportieren. Jetzt sind die Handelsrouten wieder aktiv. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch einen einzigen Cargo-Liner. Nimm einfach den Admiral. Toller Name. Dann, wo ist das ganze Zeug? Nehmen wir das mit. Das mit. Das mit. Und das mit. Und dann laden wir diesen ganzen Schund da mal ab. Gut. Und dann nehmen wir den Admiral. Dann bauen wir wieder ein Cargoliner und ein kleines Handelsschiff, so wie ich es immer noch nenne. Obwohl, kleine Handelsschiffe gibt es bei Anno 1404. Nur sie können diese Sache wieder ins Lot bringen. Nein. Hoffentlich werden wir das nicht. Diesen Auftrag werde ich jetzt ganz garantiert nicht machen. So, der Cargoliner. Du musst handeln. Unsere Beschwerden sind schließlich nicht aus der Luft gegriffen. Boah. Mama mia, das gibt es doch nicht. So, wo ist das störende Teil? Da ist es. Unsere Stadt kann sich wirklich sehen. Das reißt mir erstmal ab. Ich hab schon erstmal so ein Teil dahin. Fahrzeug fertiggestellt. So, der nächste Cargoliner wäre schon mit dann gebaut. So, letztes Mal ab. Hallo, abladen. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Was wir noch haben? 75. Ja, da müsst ihr jetzt leider Gottes mehr Steuern bezahlen. Sorry, das muss aber sein.
Ich kann diese Minusbilanz nicht mal sehen. Ich will ja nicht pleite gehen. Hau mir lieber nochmal so ein Ding dahin. Die reißt mir eh gleich wieder ab. Registriere neues Fahrzeug. So. Frachtschiff, das heißt Monsun. Stimmt, nimm es einfach Knollen. Und Diamanten. So. Und dann machen wir nochmal eine neue Handelsroute. Das ist jetzt schon die 11. Und das nehmen wir dann 3D-Beamer. Von da nach da. Oh, eine Tonne wurde. Eine Tonne 3D-Beamer habe ich schon mal. Wahnsinn. So, wie heißt es? Monsun. Ihr sollt jetzt auch bitte mal arbeiten. Ey, geil, wie sieht das dann aus mit dem Baum? Stimmt, das ist ja das Initiative-Zeichen. War das eben Seamus Green dort auf der Videoband? Das dürfte ich zuerst nicht nehmen. Gut. So, diese Minusbilanz kann ich nicht mehr sehen. Jetzt dürfte er einfach aufsteigen. Hallo, aufsteigen. Danke. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Die Häuser sind auch mal wieder verbunden. Das ist ein echter Gewinn für die Eden Initiative. Ja, dafür kriege ich jetzt mal wieder 7000. Aha, und jetzt kommt auch mal endlich mal wieder eine Plusbilanz. Ah, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Warnung. Feuer entdeckt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Kann das Feuer nicht mal irgendwann anders mal kommen? Feuerwehr, Feuerwehr. Alles brennt. Feuerwehr. Feuergefahr eliminiert. So, reiß mir direkt mal wieder ab. Lass mir die Häuser mal aufsteigen. Sieht irgendwie cool aus. Nur Mut, wenn wir... Wie viele Tonnen 3D-Beamer haben wir jetzt? 11. Dürfte schon mal direkt nehmen. Jetzt muss ich aber zurück zur Arbeit. Und jetzt werden nur noch Häuser. Die Akustik. Oder? Wartet mal. Ja, genau. Das kann. Das wird auch. Das darf jetzt auch Zugabe! Aufsteigen. Zugabe! Aufsteigen. 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 Oh, ganz nah am Fluss. Ganz nah am Fluss. Wo sind hier? Fluss an. Ganz nah am Meer. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Der hat anscheinend wohl keine Mitbestimmung. Zugabe! Baumöglichkeiten erweitert. So, es wird es erstmal so reichen. Jetzt muss ich aber zurück zur Arbeit. Ja, das nicht mal krass. Auch stimmt, die dürfen jetzt weniger Steuern zahlen. Also, das nicht mal krass. Vorher irgendeine Minusbilanz von. So, die habe ich auch noch nicht so eingestellt. Also, das ist erstmal krass. Waren zuvor eine Minusbilanz von knapp 300 und jetzt lass ich mal ein paar Häuser aufsteigen. Jetzt kommt irgendwie eine Plusbilanz von 1000. Also das ist ja schon mal Wahnsinn. Ja, liebe Leute, und hier endet auch schon das Video. Und ich muss auch schon mal leider sagen, dass ich mich in diesem Part so oft versprochen habe. Das ist mir bis jetzt noch in keinem einzigen Part geschehen. Sorry, Leute, aber Deutsch ist nicht gerade meine beste Sprache. Da kann ich Französisch irgendwie viel, viel besser. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es ist halt von meinem Opa geerbt, weil er nicht auf Franzose war. Ist leider schon tot. Leider. Ist im Rauchen gestorben, also schon länger. Aber ich glaube, es interessiert euch erst recht nicht. So, liebe Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Mal gucken, was wir da machen.
neue Gebäude. Ah, ein Solarturmkraftwerk. Schön, schön. Ja, die beiden Dinge reißen wir mal ab. Das wollte ich ja noch machen. So, im nächsten Part mach vielleicht das Monument. Und dazu auch noch Surface Boots, denn Monument zu bauen, das dauert natürlich. Ist ja logisch. So, liebe Leute, dann sehen wir uns jetzt erst beim... Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao.